Ein Sturm zieht auf. Krieg liegt in der Luft. Nun, da der kaiserliche Thron verwaist ist, hängt das Schicksal ganz Tamriels vom Willen eines einfachen Gefangenen ab. Das Böse erwacht. Ein lange verbannter Feind regt sich. Die Mächte, die nach Tamriels Zerstörung trachten, suchen jene, die ihren dunklen Plan gefährden. So greift der lange Arm des Todes um sich. Wir schreiben das 582. Jahr der zweiten Ära. Die Trommeln des Krieges dröhnen. Hier beginnt unsere Reise. Hallo meine Freunde der Rollenspiele und willkommen zur Let's Play The Elder Scrolls Online mit dem Nasrael. Hallo! Und mit dem Drachenbursch natürlich auch, den kennt ihr ja, ist ja sein Channel und auf meinem... Nein, nicht nur mein Channel, auf deinem Channel läuft es ja auch. Ja, prozentual also weniger. Bei ihm vorbeizuschauen. Ja, es geht ums Prinzip. So, wir haben uns mal wieder hier einkerkern lassen, wie so oft. Ah ne, eigentlich sind wir ja gestorben am Anfang, wenn ich mich recht ans Intro erinnere. Ja, ich fühle mich auch so ein bisschen tot. Innerlich tot. Ein bisschen. Innerlich tot, ja, musst du mit mir spielen. So, das ist auf jeden Fall cool. Ist ja Standard in Elder Scrolls Spielen, dass man am Anfang erstmal irgendwo eingekerkert wird. Und wir können auch schon unsere ersten Schritte mit WASD machen. Der Zellengenosse da ist wohl verhungert, oder? Was ich sehr, sehr liebe, ist... Stimme in meinem Kopf. Du hast eine Stimme in deinem Kopf? Ja, ich hatte gerade eine Stimme in meinem Kopf, die mich gefragt hat, ob ich mich bewegen kann, nachdem ich mich bewegt habe. Ah, ja. Was ich sehr cool finde, dass man hier einfach alles looten kann. Das ist alles looten. Oh ja, stimmt, da liegt schon die erste Flasche, jawohl. Ja, und ein Radieschen liegt da auch irgendwo in der Ecke. Das habe ich auch schon geschnappt. Da liegt ein Radieschen. Da irgendwo auf dem Teller. Also dann hast du es zufällig in einem Paralleluniversum in derselben Höhle gestrandet. Ja, die Zähne sind einfach alle gleich aufgebaut. Nein, Paralleluniversum. Okay, vor der Tür liegt Käse. Ist toll. Käse. Auf zum Käse. Käse. Oh, das war ein Fehler. Da kam was, wo ich den Käse genommen habe. Ja, das war der Prophet. Den gucke ich mir aber nicht an. Den will ich nicht angucken. Nicht? Ich habe übrigens das Oberteil ausgezogen, weil das eh keinen Rüstungswert hat. Und weil ich so aller Welt meine Wampe präsentieren kann. Ja, das ist bestimmt sehr würdig. Das können wir eigentlich beide machen. Man kann hier übrigens hier auch auswählen. Ihr seht, das ist hier der Charakter. Wir können auch wählen, ob wir in der ersten oder in der dritten Perspektive spielen wollen. Ich werde mir kurz ein paar Knöpfe umlegen. Es tut mir leid, dass ich das jetzt mache, aber das wird irgendwie immer wieder zurückgestellt, was es nicht sollte. Okay, kein Problem. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wollt, dass wir eher in der ersten Person oder in der dritten Person spielen. Also, dass wir entweder so wie ich jetzt gerade spiele oder ob ihr lieber so spielen sollt, das Spiel. Würde mich mal interessieren, was ihr darüber denkt, welche Sicht ihr cooler findet. Ah, das ist Radieschen. Ich persönlich muss sagen, dass ich Ego-Perspektive eigentlich nicht so der Fan von bin. Allerdings bei den Elder Scrolls-Spielen ist es bei mir anders, weil die spielt man einfach irgendwie in der Elder Scrolls-Perspektive, in der Ego-Perspektive. Aber normalerweise Rollenspiel eher hier so in der Position. Ich finde, das Feuer leuchtet auch richtig schön hier. Feuer, Feuer, Feuer? Ah, Feuer. Feuer. Ja, Feuer. Ja, das Feuer sieht hier echt gut aus. Voila. Auch dieser Lichteffekt und so, der Schatten, den man da selber wirft, sieht gut aus. So, ich glaube, ich gehe mal mit dem Propheten da quatschen. Wenn es recht ist, oder? Wie schaut es bei dir aus? Ich habe gerade festgestellt, dass es in der Ego-Perspektive keinen Schatten gibt, den man wirft. Ja,
Ja, man wirft auch kein. Man hat auch keine Beine, aber. Oh Gott, meine Beine! Oh mein Gott, ich fühle meine Beine nicht mehr. So, wenn ihr Frozen gesehen habt, dann versteht ihr den jetzt vielleicht. Hast du Frozen gesehen? Tatsächlich nicht. Vielen Dank für den Spoiler. Das war bestimmt der beste Witz aus dem Film und ich kenne ihn jetzt schon. Nee. Ich werde nicht lachen. Deinetwegen. Ja, es tut mir leid. Solltet ihr anschauen, den Film wäre es genial. So, sollen wir jetzt mit dem Propheten reden? Sollen wir oder sollen wir nicht? Ich wollte mich gerade an ihn anschleichen und ihn umhauen. Ja, der ist nur so geisterhaft da. Ich glaube, das wird nichts bringen. Ich wollte noch eine Taste umlegen und zwar die hier. Bäm, umgelegt. So. Das Problem ist nämlich, dass wir nicht in einer Gruppe sind, dass deswegen auch es sein kann, dass wir in die Zwischensequenz oder in das Gelaber vom anderen Spieler mit reinquatschen. Und das ist natürlich, also was der andere gerade hört, und das ist natürlich dann ein bisschen unpraktisch. Deswegen versuchen wir möglichst immer die Gespräche gleichzeitig zu starten. Genau. Also, bist du bereit? Ich bin bereit. Dann rede ich jetzt mit dem Propheten. Ganz langsam. Ihr habt eine echte Tortur hinter euch. Nehmt euch einen Augenblick Zeit, um euch zu sammeln. Also man muss sagen, die Sprecher sind einmalig gut. Ja, die Sprecher sind auch richtig gut. Da haben sie auch richtig gute engagiert, also auch Bekannte. Und ich würde sagen, wir fragen ihn einfach mal, was hier geschieht und wer wir sind und warum wir überhaupt im Kerker sind. Gute Frage. Los. Wie ihr bin ich ein Gefangener an diesem Ort. Und doch auch so viel mehr. Ich bin sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft. Ich bin die Verzweiflung und die Hoffnung. Das Gespinst, das wir weben, besteht aus vielen feinen Fäden. Ihr könnt nicht darauf hoffen, seine Muster in ihrer Gänze zu erkennen. Noch nicht. So. Noch nicht. Jetzt wahrscheinlich gerade nee, hast du nicht. Noch das nicht. War perfekt. Oh, wunderbar. Noch habe ich dir nicht reingequatscht. Noch nicht. Aber, nicht. Was wollt ihr von mir? Ihr müsst mich retten. Und im Gegenzug muss ich euch retten. Ja, klar. Ihr müsst aus dieser Zelle entkommen, euch bewaffnen und euch schützen. Sucht dann nach Lyris Titanenkind. Und was wollen wir mit dem Titanenkind von der Lyris? Sagt er uns. Nö, stimmt. Fragen wir ihn danach, da haut er einfach ab. Wupp, weg. Ihr dort, wir fliehen. Lasst mich eure Tür öffnen. Ja, vielen Dank. Schnell, ihr müsst entkommen, bevor die Wachen zurückkehren. Jetzt haben wir einen Grund, uns auch dem Bund anzuschließen, weil der Argonier uns befreit hat und deswegen werden wir auch zu den Argoniern gehen. Siehst du, das ist der Grund für alles. Genau. Dieser eine Argonier hat den ganzen Spielverlauf entschieden. Ja, sie hat uns für uns eine Welt verändert oder so. Was haben wir denn hier? Hier haben wir eine Jungfrau, die durchsuchen wir gleich mal. Und wir finden fette Würmer. Okay, dann nehmen wir mal die fetten Würmer aus der Jungfrau raus. Oh Gott, das Spiel macht mich jetzt schon fertig. Ich muss gerade mal was gucken. Ich habe verdorbenes Fell gefunden. Wie kann denn Fell verderben? Also, gut, wenn Würmer der Jungfrau sind, dann ist das Fell verdorben, ich hab schon verstanden. Oh Gott, wo bin ich hier gelandet? Hier ist überall abgeschlossen, die Zellen. Ist auch nicht so schön. Was wolltest du noch kurz gucken? Nee, ich mach das später. Machst du später? Ich mach das später, ich mach das am Ende dieser Folge. Okay, dann kann ich ja das Ektoplasma aus der Jungfrau nehmen. Genau. Du bist hier schon kräftig am Looten, ich drück erstmal Umschalt zum Sprinten. Ja, Zellentüren genau, öffnen kann man gar nicht. Das ist, man kann keine anderen Gefangenen befreien. Das ist ein bisschen traurig. Und du weißt ja nur die guten Looten. Fette Würmer und das. Krabbler in der Jungfrau. So wie es sein soll. Scheint überall dasselbe zu sein. Nee, ich habe fette Würmer und normale Würmer in der Jungfrau gehabt vorhin. Ja, was man halt so in Jungfrauen finden sollte, genau. Genau wie das verdorbene Fell da in der Mitte. Hier ist noch ein Korb. Da ist auch bestimmt was drin. Ja! Da finden wir sogar zweimal Würmer und Krabbler. Loot! Loot. Loot bekommt uns gut. Kann auch ein paar blöde Reime bringen. Aber diese Fleischerhaken sehen auch sehr nett aus. Oh, da hängt sogar einer. Der hat wohl nicht so viel Glück gehabt wie wir. Wobei, tot sind wir ja eigentlich, glaube ich, auch. Naja, egal. Ich würde mal sagen, wir marschieren weiter. Spieler sehen wir hier noch keine, die sehen wir erst später. Ja, also tot sind wir. Wir sind im Reich des Vergessens, aber unser Körper wurde wiederhergestellt. Uns fehlt nur die Seele. Ach so ist das. Wir sollen uns bewaffnen, hat mir gerade der Typ erzählt. Ja, das hat er. Die Stimme in meinem Kopf. Das hat er mir, glaube ich, auch erzählt, aber ich habe ihm einfach nicht zugehört, wie es so meine Art ist als Ork. Ja, bei mir ist einfach drüber gequatscht. Genau, wir werden wahrscheinlich auch nicht alle Gesprächsoptionen uns immer anschauen, weil wir sind ja Orks und Orks wollen ja natürlich einfach durch. Und draufhauen. Aber wenn. Und man muss auch sagen, es ist halt
sehr viel, auch wenn die Sprecher einmalig gut sind. Es sind wirklich tolle Sprecher, aber man will ja spielen, ne? Das versteht ihr ja. Eben, man will ja spielen. Wir wollen hier ordentlich Monster verkloppen und looten. Ich liebe Loot. Diese Folterinstrumente hier, diese mit heißer Luft oder was das ist. Da bin ich auch gerade. Die gab's in der Beta auch noch nicht. Die sind auch neu. Nee, das wurde teilweise echt überarbeitet. Ja. Dem Spielerfeedback angepasst oder so ähnlich. Oh, die Leute kommen aber nicht aus. Also, die Tür. Leute öffnen die Türen nicht, die Zellentüren, aus denen sie kommen, sondern sie erscheinen einfach davor. Ja, die sind ja auch so tot wie wir. Oder also, so. Ich hab die Tür benutzt. Ja, du. Kannst nicht immer von dir auf andere schließen. So, der hier hat nicht so viel Glück gehabt, hat zwar eine schicke Rüstung, aber ihm auch nicht vor seinem Ende gerettet. Dafür können wir uns hier eine Waffe nehmen. Ich hab grad Detra-Fetzen gefunden. Das ist schön, die Detra sind ja immer so die bösen Götter. Ja. Oh. In den Elder Scrolls Spielen. Wobei, sind es wirklich Götter? Ich meine, Detra sind doch... Sind es nicht so eine Art Dämonen? Ja, Dämonengötter. Ja, halt böse Götter. Also die sozusagen Antigötter. Die Antigötter, ja. Ach, da ist der Quatschkopf wieder. Der Quatschkopf? Was für ein Quatschkopf? Ja, der Quatschkopf. Er Yasin heißt er. Der Quatschkopf. Der winkt uns. Ich sehe keinen Eier. Ach, da, doch. Beim Eingang, ja, doch, stimmt. Der hat uns auch befreit, glaube ich. Ja. Hat eher gut gemacht. was gibt's denn hier? Ah, Guillotine haben sie hier auch. Vergiss nicht, dass auf den Tischen noch ganz viele Flaschen und so rumstehen. Aber Guillotine. Flaschen, ja, die Flaschen habe ich schon genommen, keine Sorge. Mir musst du nicht das Looten erklären. Hier liegen auch noch andere Sachen rum, wie zum Beispiel ein Froschstab, aber Magier sind wir ja nicht, wir sind ja Orks. Nimm dir aber alles mit, du kannst alles nehmen. Das war in der... Ach, man kann alles nehmen? Ja. Das war in der Beta nicht so, da konnte man sich nur eine Sache nehmen. In der Beta waren das auch noch längere Tische. Ja, richtig. Da hat man auch sofort... Also hier können wir... Ach, wir nehmen einfach alles, das können wir immer noch verkaufen zur Not. Drückt I, um euer Inventar zu öffnen. Ja, lass mich, ich will ausrüsten. Wenn es irgendwo was umsonst gibt, da sind die Orks natürlich dabei. Oh. Jetzt habe ich einen richtig dicken Knüppel auf der Schulter. Das ist natürlich schön, wenn du jetzt auch einen auf der Schulter hast. Ich glaube, ich habe jetzt aber... Was ist denn da noch? Eine Kerze? Ne, die Kerze kann ich nicht nehmen. Das Getränk kann ich nehmen. Oh, ich rüste dann auch mal was aus. Schwing mich mal ins Inventar. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich auf Zweihandwaffen oder Einhandwaffen gehen soll. Ich nehme jetzt einfach mal den dicken Stab hier und rüste den aus. Ich werde, ganz wie es für einen schleichenden Ork das Richtige ist, auf Zweihandwaffen gehen. Ich weiß. Das ist natürlich super. Ich weiß natürlich, dass sich das so nicht lohnt. Das ist mir aber völlig egal. Ich möchte einen fetten, schleichenden Ork mit einer Zweihandwaffe spielen. Okay, liebe Zuschauer. Das ist ja das Schöne an Elder Scrolls Online, dass man sich hier das auch auswählen kann und eben auch diese Mischklassen bringen kann. Oh, so viel Loot. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich irgendwas öffne, auch wenn nur wirklich Schrott drin ist, aber. Ein Feind nähert sich. Ich muss gerade meinen ersten Skelettkrieger umbringen und man muss sagen... Ach, der ist schon in der nächsten Kammer. Ja, die Kammer des Schreckens. Und ich muss sagen, bleibt, dass die jetzt nicht Skelettkrieger... Geht weiter. Es sind noch mehr Wachen auf dem Weg. Ja, das ist die Skelettkrieger. Nee, ich wollte nur warten, was der Typ mir erzählt. Dass die Skelettkrieger auch deutlich mehr aushalten und es deutlich mehr auch zu finden gibt als in der Beta. Also da haben sie auf jeden Fall nochmal ordentlich nachgerüstet. Ein Knochenwagen, der leer ist. Schade eigentlich. Muss ich meine Lehren wohl rausziehen. Oh. Nicht langsamer werden. Ja, komm, ab und zu muss das schon mal sein. Natürlich. Jede nicht getroffene. Ohne Wortwitzen wäre das ja immer ein halbes Let's Play mit mir. Ey, du wirst mich hauen, aber weißt du, was gleich der erste Skelettkrieger für mich hatte? Nein. Handgesponnene Beinkleider. Ich glaube, du spinnst. Spinne gibt's übrigens auch in dem Spiel. Oh ja. Sind wir auch schon wegen begegnet. Und das Lustige ist, auch als Ork kann ich alle meine Ausrüstungsgegenstände, die nicht irgendwie besonders sind, in den kaiserlichen Stil umwandeln. Das, verändert zwar den Rüstungswert nicht, aber die kaiserlichen Sachen sehen einfach irgendwie ein bisschen schmucker aus. Das ist, weil du die digitale Imperial Edition hast. Ich kann es nämlich lustigerweise noch nicht, weil ich nämlich die physische Imperial Edition, also die Box-Version vom Spiel habe. Deswegen kann ich das noch nicht, deswegen kann ich das alles erst am Release machen. Gemein. Das ist ja deppert. Ah, gibt Schlimmeres. Wie weit bist du überhaupt fortgeschritten? Ich habe gerade den ersten Skelettkrieger umgelegt und loote jetzt die Karren hier. Achso, okay. Ich brauche halt immer ein bisschen. Ich bin ein bisschen behäbiger. Ja, das Gefühl habe ich auch. Aber ihr seht, wir versuchen hier nicht so ganz so auf Rush zu spielen. Also ich... Also ich versuch's schon, das ist normale Geschwindigkeit bei mir. Also ich bin eigentlich auch nicht so der ganz schnelle Spieler. Aber ja, ich rushe auch gerade. Ich rushe schon, ja. Guck mal, hier kann man den Himmel sehen. Oh, du
bist eher so der Hängengebliebene. Bitte? Also langsamere Spielende. Noch langsamer. Ein Feind sperrt den Weg vor uns. Gehen wir mal raus oder bleiben wir noch drin? Ich bin jetzt beim Skelettbogenschützen. Achso, dann gehe ich mal in die blutende Schmiede rein. Da ist aber Skelettbogenschützen drin, oder? Ja. Irgendwo. Da kommt er. Aua. Nee. Und ein Level up. Geht es euch gut? Die können auch Spezialangriffe machen, diese Gegner, wenn sie so rot außen um sich leuchten. Also dieses, was sie am Anfang hatte, kurze Effekte, den kann man auch blocken. Genau. Also man kann ihn unterbrechen, indem man beide Maustasten gleichzeitig draufhämmert und dann startet man einen effektiven Gegenangriff, der den Gegner betäubt. Ja, ist auf jeden Fall cool, dass wir hier gerade unser erstes Level up hatten. Ich glaube, das verbessere ich. Also das mache ich auch gleich, mein erstes Level up. Ja, wollen wir machen? Okay. Mach mal, da können wir nichts. Jetzt unsere Fertigkeiten haben wir hier, da können wir einmal die Klassenfähigkeiten nehmen. Und dann die Waffenfähigkeiten, es gibt richtig viel, was man verbessern kann. Die Rüstungsfähigkeiten. Also ich hau erstmal einen Punkt in Leben hinein. Oh, warte mal. Das ist lustig. Volkssachen kann man, nee, die kann man nicht verbessern. Also da braucht man dann alles höhere Stufen. Das ist interessant. Wenn du einen Attributspunkt in Leben reinsteckst, kriegst du 15 Leben dazu. Bei Ausdauer und Magika immer nur 10. Tja. Ich glaube, ich verbessere hier mal den feurigen Griff. Ihr zieht ein Feindzeug und fügt ihm 14 Flammenschaden hinzu. Das ist ganz gut, wenn man gerade mit anderen zusammenkämpft und ihn dann den Gegner aus der Hand reißt förmlich. Das sollte jetzt auf der 1 liegen, die Attacke. Tut sie das? Das weiß man nicht. Sollte sie aber auf jeden Fall. Ich heiße nämlich übrigens auch Drachen. Bist du noch da? Wenn ihr mich suchen wollt. Ja, ich bin noch da. Bist du noch da? Wo bist du, mein Nasrael? Wo bist du, mein Nasrael? Ups. Hörst du mich? Da gabst du eine kleine Unterbrechung. Okay, aber du hörst mich noch jetzt wieder. Ich hab das Gefühl, er hört mich nicht mehr. Das ist echt schade. Nun denn, müssen wir ihn halt etwas suchen. Bis wir ihn wieder finden. So, da sind wir auch wieder. Der Nasrael hatte gerade ein kleines Problem mit dem guten Teamspeak. Kein Problem. Dafür haben wir uns auch gefunden, haben jetzt hier eine Gruppe aufgemacht und würde ich sagen, quatschen wir auch gleich mit der lieben Lyris. Halt, lass mich noch schnell mein. Jetzt darfst du was sagen. Ich wollte noch schnell meinen Fähigkeitenpunkt verteilen, und zwar auf Unfrieden. Ihr verursacht 23 Magie-Schaden und heilt euch 10 Sekunden lang alle 2 Sekunden für 25% des verursachten Schadens. Klingt gut. Ja, doch. Nehmen. Also kann man mitleben, oder? Ja. Also ich kann damit auf jeden Fall länger leben als andere. Das klingt durchaus nach einem Vorteil. So, und jetzt rede ich mit Lyris. Mach das. Ihr habt mehr Fleisch an den Knochen als die meisten armen Schweine hier. Und wie ich sehe, habt ihr euch auch schon bewaffnet. Gut. Hoffentlich steckt noch etwas Kampfesmut in euch. Ihr werdet ihn brauchen. Sie hat mich fett genannt. Oh nein. Ich hoffe, sie hat sonst nichts Gemeines zu dir gesagt. Erstmal fragen, wer sie ist, ne? Ja, wäre eine Idee. Die olle Tante. Los. Eine Mitgefangene. Ich heiße Lyris. Ah ja, Lyris Titanenkind. Mir wurde gesagt, ich soll nach euch suchen. Was? Wer hat euch gesagt, dass ihr mich suchen sollt? Eine seltsame Gestalt ist in meiner Zelle erschienen. Ein alter Mann in Lumpen. Der Prophet. Er hat zu euch gesprochen? Was hat er gesagt? Er hat gesagt, wir sollen uns nicht lumpen lassen. Badumts. Nein, eigentlich sagt er ja, unsere Schicksale wären miteinander verworben, aber nicht weitersagen. Also, deins und meins, Schätzelein, ne? Weißt du Bescheid. Ha, das klingt in der Tat nach dem Propheten. Er wird auch hier gefangen gehalten. Es war sehr gefährlich für ihn, mit euch zu sprechen, auch wenn es nur ein kurzer Augenblick gewesen ist. Er muss wohl glauben, dass ihr mir helfen könnt. Habe ich dir schon wieder reingequatscht? Ein bisschen, in den letzten Satz. Ja, das ist gut. Die Leute können auch lesen, oder? Oder? Ich hoffe es, ja. Du da vorne? Vor dem Bildschirm? Kannst du lesen? Ich kann lesen, ja, ich kann lesen. Ah. Gut. Meistens. Ja, ich habe nicht mit dir gesprochen. Ich kann du musst nicht mal glauben, dass ich mit dir rede. Ich rede auch manchmal mit den Zuschauern. Ach so, ja, ich kann nur immer nur nicht vorlesen. Das ist immer so das Problem hier in dem Spiel. Wenn ich im Let's Play bin, kann ich nicht mehr vorlesen. So. Ich höre seine Stimme immer noch in meinem Kopf. Wobei soll ich euch denn helfen? Natürlich dabei, ihn hier rauszuholen. Glaubt mir, ich kann jede Hilfe brauchen, die ich kriegen kann. Dieser blinde Alte ist die einzige lebende Person, die uns helfen kann, nach Hause zu kommen. Von hier ist es ein weiter Weg nach Tamriel. Gut, dann werden wir dir mal helfen, ihn rauszuholen. Sie hat auch gleich ihr Schwert rausgeholt, das passt ja. Ihr seht übrigens auch, dass der Nasrael hier ist, hier an diesem Dreieck, an diesem unförmigen. Genau.
Drabu, der Drachenbursche, ist genau dieser kleine Pfeil hier, der hier so durch die Gegend hüpft. Du bist der Pfeil, der durch die Gegend hüpft. Nein, du bist der Pfeil, der durch die Gegend hüpft. Ja. Okay. Ja, wir müssen, glaube ich, in Richtung Ausgang. Die Tante verfolgt mich! Lauf! Ah, sie kommt uns hinterher, schnell! Bevor sie uns bekommt. was will sie denn mit uns? Ich weiß es nicht. Auf in den Turm der Augen. Möchtest du Nasrael Titanenkind heißen? Nee. Na siehst du. Also. Nee. Ich glaube, ich rede mal lieber mit ihr. Vielleicht hat sie noch was zu erzählen. Na gut, ausnahmsweise. Kommt! Die Wächter sind auf den Spitzen dieser Türme. Ja. Und was wir sind müssen diese Wächter? Einen Weg nach oben finden. Warte auf magische mich. Konstrukte, die Molag Bal erschaffen hat, um seinen Blick in Kalthafen lenken zu können. Die Wächter sind untereinander verbunden. Wenn wir einen vernichten, werden die anderen geblendet. Mit etwas Glück erkaufen wir uns so genug Zeit, um den Propheten zu befreien. Aber wie können wir einen vernichten? Ich habe keine Ahnung. Rohe Gewalt? Wir werden schon einen Weg finden. Das müssen wir. Macht euch auf alles gefasst. Ich bezweifle, dass Molag Bal die Wächter unbewacht gelassen hat. Ruhegewalt ist unser Motto. Los geht's!